Servus, schön, dass du heute wieder dabei seid hier bei Franconi Live. Ich bin der Marin und heute machen wir selber gemachtes Tomatenketchup. Viel Spaß! Ja, schauen wir uns die Zutaten an, was wir heute brauchen. Wir brauchen Tomaten, wir brauchen Essig, Zucker, Ingwer, Muskat, Pfeffer, etwas Muskatblüte, Nelken, Piment, Curry, Salz. Ja, wir beginnen mit den Tomaten, die halbieren wir und schneiden den Strunk raus. Und das machen wir mit den restlichen Tomaten genauso. Unsere Tomaten haben wir vom Strunk befreit. Die habe ich jetzt gewürfelt. Da kommen jetzt auch gleich die ganzen Gewürze mit rein. Der Ingwer. Pfeffer. Zucker. Muskatnuss, Nelken, Curry, Muskatblüte, Piment, Salz, und Essig. Rühren wir es fein durch. Und das lassen wir jetzt so lange kochen, bis die Flüssigkeit fast komplett verdampft ist. Ja, schaut mal her, Freunde. Unser Ketchup ist schon stark reduziert. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir das einmal durch Sieb durchdrücken. Jetzt gießen wir mal unser halbfertiges Ketchup ins Sieb. Schön langsam. Und drücken das jetzt durch Sieb durch. Nachdem wir jetzt unsere Tomaten durchpassiert haben, durch Sieb durchgedrückt haben, füllen wir das jetzt wieder in den Topf rein. Das lassen wir jetzt nur ein wenig reduzieren, damit es noch ein wenig mehr Wasser verliert. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Freunde, unser Ketchup ist soweit fertig. Sollte jetzt noch einmal schön reduzieren dürfen. Und sieht doch nicht schlecht aus, würde ich sagen. Das lasse ich jetzt nur ein wenig abkühlen und dann sehen wir uns zum Versuch wieder. Ja, Freunde, machen wir nur schnell unseren Versuch wieder. Achtung! Ja, ich muss sagen, ganz ehrlich, es ist geschmacklich eine ganz andere Hausnummer wie gekauftes Ketchup, ganz klar. Es ist tomatiger, fruchtiger, weitaus nicht so sauer, wie man es vorhin gekauften Ketchup hier kennt, empfehle ich an jeden. Wenn ihr Tomaten habt im Garten, eigene Tomaten, oder auch wenn das mal so einfach machen wollt, kauft euch Tomaten, macht so ein Ketchup mal noch, empfehle ich jeden. Wenn es euch gefallen hat, gebt mal einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen, aktiviert auch gleich mit die Glocke, so verpasst ihr keine Folge mehr. Teilt die Videos auch in die sozialen Netzwerke, freue ich mich darüber. Über einen netten Kommentar freue ich mich natürlich auch. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, servus.